Erst vor einigen Wochen haben wir mit unserem Komet-Badecheck einige Bademöglichkeiten aus Thales Umgebung vorgestellt. Wie Ihnen dabei sicherlich aufgefallen ist, hat Thales selbst keine wirkliche Bademöglichkeit im Sommer. Die Bodetal-Therme zählt aufgrund ihrer Gesundheitsorientierung nur bedingt zu den Familienfreibädern. Das Freibad Thales, das bis vor 3 Jahren noch dieses Loch füllen konnte, holt sich mittlerweile die Natur nach und nach zurück. Viele Thalenser verbinden viele schöne Erinnerungen mit dem Freibad und wünschen sich, dass diese Anlage wieder saniert wird. Ja, wo ich mit meinen Kindern war. War einmal frei da, konntest du billig Eintritt, ja. Konntest schön essen da, alles. Vom Turm springen, mit der Rutsche runterfahren. Also, das war einmal frei. Für die Urlauber war das gut. Warum sie das zugemacht haben, weiß ich nicht. Ja, ganz viele Kindheitserinnerungen, Treffen mit Freunden, Spaß haben, billig essen. Ja, einfach Sonnenspaß haben. Das Freibad. Gute Erinnerungen. Gute Erinnerungen. Wir waren als Kinder da. Unsere Kinder haben da gebadet. Und es fehlt. Es fehlt einfach jetzt. Oh. Also ich kann mir gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich war einmal da. Ich auch. Ich bin jetzt lange her. Aber es war schon billig und hat Spaß gemacht. Ja. Na, eigentlich ist es, sag ich mal, ich sehe es eher als aus der Sicht einer Mutter. Dass eben schade ist, dass die Kinder, gerade auch die Kinder in dem Alter, wo sie alleine losziehen können, eben nicht baden gehen können. Ja? Also dafür ist auch hier das Kleine, die Therme auch ein bisschen klein, ne, für die jungen Leute. Lara hat einen großen Bruder, ne? Und der große Bruder würde gerne mit seinen Kumpels losgehen, baden und toben. Und das ist weder in Quedlinburg noch in Thale machbar. Es gibt dann nur noch die Osterteich, Bremerteich und dann müssen alle, kommt man ja auch nicht so gut hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Na, da konntest du bauen, konntest du essen, alles, da war alles da, wie es sich so gehört. Also ein allgemeines in Thailand, das Freibad ist immer wunderbar gewesen. Man brauchte nirgendwo anders hin und man konnte sich tatsächlich erholen und relaxen. Hat Kaffee, Kuchen, ganz alles da haben. Und warum das hier zu ist, das weiß ich auch nicht. Ja, ich habe mein Seepferdchen dort gemacht. Ja. Ne, die Rutsche und Springturm war halt so Attraktion damals als Kind. Ne? Und die drei Becken, ne? Halt das Babybecken, nicht Schwimmerbecken und das Schwimmerbecken, ne? Also war ja schon eine Vielzahl, sag ich mal. Ne? Freibad war eine schöne Sache. Und ist auch schön gelegen hier in Thale und ich würde mich freuen, wenn das wieder aufgebaut wird. So haben viele das Freibad in Erinnerung. Eine große grüne Wiese, 3 gepflegte Schwimmbecken, Rutsche, 3-Meter-Turm, Basketballplatz, Tischtennisplatten, viele Besucher und Sommerlaune. Viel ist davon nicht geblieben. Die Sanierung des Freibades hätte im Februar 2010 bei einer Kostenschätzung 1,5 Millionen Euro gekostet und die jährliche Instandhaltungskosten weitere 100.000 Euro. Erst wenn die Stadt Thale nachweisen kann, dass sie dieses Geld aufbringen kann, so hieß es damals, gibt es eine Genehmigung. Dringend benötigte Fördermittel, ohne die das Freibad langsam verenden wird, wurden überraschend im letzten Jahr beantragt und bewilligt, nachdem sich Tausende in einer Unterschriftenaktion für die Sanierung des Freibades einsetzten. Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich noch bei den Thalenser bedanken. Die 7400 Unterschriften, die geleistet worden sind in den vergangenen Jahren zur Erhalt und Sanierung des Freibades. Und erstmal schönen Dank dafür. Das hat dafür gesorgt, dass die Stadt Thale mittlerweile die Mittel zur Sanierung bekommen hat. Wir werden die in 3-Jahres-Scheiben bekommen, in unterschiedlicher Höhe. Und wir werden in diesem Jahr mit den Planungsleistungen beginnen. Und im nächsten Jahr werden wir dann Mitte des Jahres auch tatsächlich Bauaktivitäten auf dem Grundstück sehen. Wir werden es also komplett sanieren. Es ist sanierungswürdig, das sieht man schon, wenn man es drauf guckt. Aber vor allen Dingen eine Wasseraufbereitungsanlage muss installiert werden. Die gab es vorher nicht. Vorher ist Chlor eingekippt worden. Das ist heute nicht mehr Stand der Technik. Das können wir so nicht mehr machen. Da muss eine richtige Anlage hin. Die kommt dann auch dorthin. Die Becken werden neu gestaltet und es soll ein großer Wasserspielplatz gebaut werden. Der Wasserspielplatz deswegen, weil das Ganze saisonverlängernd wirkt. Das heißt also nicht nur bei heißen Badetagen kann man ins Freibad gehen, sondern auch wenn das Wetter etwas durchwachsen ist, gibt es die Möglichkeit, dort dann ins Freibad zu gehen, nicht zu baden, sondern eben zu spielen. Seitdem bekannt ist, dass die Zielrichtung Sanierung des Freibades in Thale feststeht, stand die Frage im Raum, wer Betreiber der Anlage werden soll. Wie uns die Geschäftsführerin Frau Neubert des verhexten Bauspielhauses bestätigte, wird das Spielhaus Thale in Zukunft das Freibad Thale zu einem Erlebnisbad ausbauen. Wir haben die Thalenser dazu befragt und wollten wissen, wie sie sich ihr neues Freibad wünschen würden. Für die Kinder nochmal ein kleiner Volleyballplatz, ein kleiner Spielplatz, eine schöne Liegewiese und eben Schwimmer, Nichtschwimmer, Planschbecken und was zum Einkaufen, was zum Essen, was weiß ich. So wie das so üblich ist in den Bädern.
Also ich sag mal, also es müsste irgendwie so eine Abteilung sein, so zwischen Erholungsphase, Erholungswiese für Ältere und Angebote für Jüngere, dass das irgendwie vielleicht auch ein bisschen geteilt ist. Und für die Kinder entsprechende Angebote, ein bisschen Spaß, ein bisschen Fun. Und für die Eltern halt auch irgendwie eine Möglichkeit, sich da in der Freizeit ein bisschen sinnvoll zu beschäftigen. Ja, so eine kleine Cafeteria, wo es eben so ein bisschen, wo man sich mal nett hinsetzen kann, dass das Umfeld einem auch ein bisschen stimmt. Und dann würde das, denke ich mal, würden das die Talinser auch annehmen und das wäre eine gute Sache. So klein hier ist und vielleicht endlich mal einen schönen großen Strand für die Kinder zum Buddeln. Ja, also das. Unsere Kinder sind zwar aus dem Alter raus, aber vielleicht haben wir mal Enkelkinder und dass die dann damit spielen. Na gut, also für Kleinkinder ein bisschen mehr, ne, Sandkasten und irgendwie was zum Spielen, zum Erlebnis, zum Klettern, ne, da ein bisschen mehr an Vielzahl mehr bringen. Ne? Dass da ein neuer Turm hinkommt und ein größeres Becken, dass es etwas tiefer ist, dass du da von oben runterspringen kannst, vom 10-Meter-Turm. Ja. Und eine anständige Rutsche für die Kinder. Tischtennis und Volleyball oder Basketball oder was das ist. Oh, das war schön. Hätten sie lachen lassen können, ja. Also ich verstehe das nicht, warum sie das so gemacht haben. Ja, also Minigolfanlage, daneben war ja auch immer dieser Gondelteich, wo dann, dass der mit dazu ist, dass man da eben wechseln kann, dass man mit einem Wassertreter oder mit einem Ruderboot drüber fahren kann, Volleyballnetz, dass die jungen Leute da Volleyball spielen können. Und vielleicht auch für die kleinen Kinder kleine Tore, wo sie ein bisschen oder balancieren können. Ein schöner Spielplatz dazu. Für unsere Region hier, dass es bezahlbar ist für die Leute, die da mit den Kindern ran wollen. Wenn das natürlich einen Haufen Kohle kostet, ja, dann kannst du das auch vergessen. Ist doch kein Geld hier. Ganz wichtig würde ich ein Volleyball- bzw. ein Beachvolleyballfeld finden. Weil meine Freunde und ich, wir spielen richtig gerne Beachvolleyball, spielen das derzeit auch gerne im Jugendclub. Aber im Freibad ist das immer noch viel besser, wenn die Sonne scheint. Ja, ich komme doch auch viel rum her und da habe ich jetzt letztens gesehen, da war mein Junge da gewesen im Urlaub und da habe ich so ein Barfußpfad gesehen. Und den kennt man auch in das Bad, da haben wir doch so viele Möglichkeiten, wo man das alles akzeptieren kann, dass man das mit hinbauen könnte. So, wo du auf Kastanien, wo du auf Zappen und sowas laufen tust und durchs Wasser ein bisschen, das wäre auch abwechselnd mit verteilen. Für die Kinder, da würden die sich auch freuen, nehme ich an. Und so in allgemein für die Kinder müssen wir da auch noch allein machen, dass sie nirgends mehr woanders hin brauchen. Ja, so denke ich da. Und sonst wäre das top, wenn das wieder schön in Schuss käme. Da, wenn das Bauspielhaus machen tut, da ist das schon akkurat. Da kann man nur begrüßen für Thale. Dann ist wieder alles in Ordnung, die Welt in Ordnung in Thale. Zum Ende dieses Jahres wird es konkretere Pläne zur Sanierung und dem Ausbau der Freibadanlage in Thale geben. Wir werden für Sie weiterhin die Entwicklung begleiten und hoffen, dass in Zukunft nicht nur die Pferde ihren Spaß auf dem Gelände haben werden.